Dann hallo und herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz des FSV Frankfurt vor dem Heimspiel gegen den VfR Aalen am Sonntag um 13.30 Uhr im Frankfurter Volksbankstadion. Ich freue mich, dass heute neben unserem Cheftrainer Benno Mühlmann auch unser Lizenzspieler Patrick Schor zu uns gestoßen ist und zu allem Sportlichen rund um den FSV Frankfurt jetzt zunächst das Statement von unserem Trainer Benno Mühlmann. Ja, schönen guten Tag zunächst einmal. Ich denke, dass wir ja Anfang der Woche alle ein bisschen mehr uns mit dem FSV beschäftigen mussten. Zum einen natürlich, weil wir wirklich mit dem Spiel in Aue auch wieder nicht gut gespielt haben und unnötig da auch drei Punkte haben liegen lassen. Und zum Zweiten natürlich auch wegen meiner Person, weil und das muss ich auch auf meine Kappe nehmen, dass ich einfach nach dem Spiel meine Enttäuschung auch öffentlich gemacht habe. Ich weiß nicht, ob das unbedingt hätte sein müssen, aber ich habe in dem Moment so gefühlt. Und zum Zweiten, weil ich dann vielleicht auch relativ kurz angebunden mit den anwesenden Journalisten da nur geredet habe und nicht alles erzählen konnte. Ich denke, das meiste hat sich mittlerweile doch relativiert beziehungsweise so auch zum Ausdruck gebracht, wie es letztlich war. Es stand zu keiner Sekunde irgendwo zur Debatte, dass ich hier die Brocken hinschmeiße und da nicht mehr weitermache. Es ist ganz klar, in dieser Situation, die wir haben, 5 Spiele noch, 7 Punkte Vorsprung, werden wir gemeinsam und werden wir auf jeden Fall da diese Punkte, die wir noch benötigen, um die Klasse zu halten, erringen. Da bin ich absolut zuversichtlich und da bin ich auch absolut motiviert. Da steht überhaupt nichts in Frage. Und zum Zweiten sage ich es auch noch mal ganz klipp und klar, es ist auch von mir nicht gesagt worden, in keiner Sekunde, dass ich im Sommer hier irgendwo den Vertrag auflesen möchte. Ich habe ganz klar gesagt, dass es, ich empfinde es zumindest so, dass es zum einen mein Recht, vielleicht sogar meine Pflicht ist, einfach nach der Saison auch die Dinge noch zu reflektieren, die in diesem Jahr hier abgelaufen sind und die noch ablaufen werden in den nächsten 5 Spielen. Einmal für mich, einmal mit der Mannschaft und dann natürlich auch mit der Geschäftsführung. Und was da letztlich an einzelnen Punkten auf den Tisch kommt, kann ich sowieso noch nicht sagen, weil das Gespräch hat ja noch gar nicht stattgefunden oder die Gespräche haben noch gar nicht stattgefunden. Und zum Zweiten denke ich, und das habe ich auch gesagt, möchte ich schon selber dann auch das Verständnis haben, dass alle nach wie vor, so wie ich es auch eigentlich erwarte, da 100% hinter der Sache stehen, ich selbst auch, ne, und dann wir auch mit der größtmöglichen Erfolgsaussicht die neue Saison dann angehen können. Und das ist auch meine Pflicht und auch mein Recht, das irgendwo machen zu müssen. Ich hätte es nicht so zum Ausdruck bringen müssen, das ist weiß ich, ist auch nicht immer meine Art, aber insofern hat es vielleicht auch was gebracht, dass Sie ein bisschen mehr Arbeit hatten und ein bisschen mehr geschrieben haben. Okay, das ist das eine, was ich einfach nochmal loswerden möchte. Das andere ist natürlich, dass wir jetzt mit dem Spiel am Sonntag gegen Aalen wieder gegen eine Mannschaft oder wieder auf eine Mannschaft treffen, die es begriffen hat, woraus es jetzt ankommt und die in den letzten 6 Spielen, glaube ich, 5, 6, 7 Spielen, ich weiß gar nicht genau die Zahl, da auch unbesiegt geblieben ist und letztlich gut gepunktet hat. Ne? Und die Aufgabe am Sonntag wird mit Sicherheit nicht einfach, auch wenn wir eine 100%ig gute Leistung von unserer Seite bringen. Aber
Voraussetzung, um gewinnen zu können, ist einfach, dass wir wieder da ein großes Miteinander und dass wir von der Einstellung her auch wirklich hohe Laufbereitschaft und hohes aggressives Zweikampfverhalten auf den Platz bringen, um einfach da auch gegen bestehen zu können, sich durchsetzen zu können und das Spiel nach Möglichkeit auch gewinnen zu können. Und das ist Ziel, das ist die Absicht, die wir haben. Ich denke, auch die Spieler, auch die Mannschaft möchte und gewinnen und wird das auch zum Ausdruck bringen. Da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, um nicht zu sagen 100% von überzeugt auch. Wir haben natürlich personell die Geschichte, dass ein paar Spieler angeschlagen sind und jetzt auch nicht mittrainiert haben, die aber nicht so in den letzten Wochen auch zum Einsatz gekommen sind. Wir haben den Ausfall von Tom Beugelsdijk, der halt die 10. gelbe Karte jetzt mittlerweile auch schon hatte oder hat. Und wir haben den Ausfall von Hanno Balic, der auch diese Woche noch nicht ins Training einsteigen kann und einfach noch etwas Zeit braucht. Wir haben darüber hinaus noch genau die rote Karte ja vom Kaplani oder die Sperre ja immer noch mit uns rumzuschleppen und der auch noch zwei Spiele aussetzen muss. Aber ich denke, dass drumherum wirklich noch genug Spieler zur Verfügung stehen, die Dinge, die wir auch letztlich auf den Platz bringen wollen und die wir auch brauchen, am Sonntag dann auch als Mannschaft dann uns zeigen werden. Und ich freue mich darauf schon, auch wenn man es mir im Moment vielleicht nicht ansieht, aber ich freue mich darauf, dass wir ja auch wieder einfach nur Fußball spielen können, weil die Dinge mich mehr interessieren als das Drumherum. Schönen Dank. Ja, dann springe ich mit etwas Verspätung unserem Cheftrainer mal kurz zur Seite. Seit 6 Spielen ist Aalen ungeschlagen, gleich nochmal die Nachfrage von ja, mir. Wenn ich 5, 6, 7 sage, wie ich 6 genau in der Mitte. Das ist die Mitte. Das, was ich als erstes gesagt habe. Ich war mir nur nicht mehr so sicher wie Sie jetzt, weil Sie alle schon auf dem Zettel stehen haben. Okay. Ganz kurz die Nachfrage von mir. Was für eine Aalener Mannschaft erwarten Sie denn auf dem Platz? Ja, die Aalener haben in den letzten Wochen wirklich wieder zu einer kompakten Defensive gefunden, keine Frage. Sie aber auch variieren in ihrem Offensivspiel. Zum einen einfach auch mit langen Bällen auf den Colin Kwaner spielen, der da offensiv das Zentrum ausfüllt. Und zum zweiten aber auch mit nachrückenden Spielern, die auch über eine Schnelligkeit und auch über die Fähigkeit, sich eins gegen eins durchzusetzen, verfügen. Und die Mischung stimmt im Grunde. Die haben vor allen Dingen wieder Selbstbewusstsein getankt, auch in den letzten Wochen. Eine Mannschaft, die im Moment nicht spielt wie ein Absteiger, das muss man ganz klar sagen. Und insofern wird das eine verdammt schwere Aufgabe. Vielen Dank, Benno Mühlmann. Dann möchte ich einmal überleiten zu unserem Spieler Patrick Schor. Dein Bundesliga-Debüt durftest du in der Vergangenheit ja schon feiern, jetzt vergangenes Wochenende auch das Zweitliga-Debüt. Wie war es denn für dich, auf dem Platz zu stehen, trotz der Niederlage, muss man ja leider auch sagen? Ja gut, ich glaube, für mich persönlich war es ein sehr schönes Gefühl, endlich meinen ersten Einsatz erlebt zu haben, sage ich mal, und die ersten Zweitligaminuten erlebt zu haben. Aber wie der Trainer schon gesagt hat, wir haben nicht gut gespielt am Sonntag und unnötig da verloren. Und ich denke, danach, nach dem Spiel war es so, dass die Enttäuschung dann auch größer war über die Niederlage als über mein Debüt. Dann mal die Nachfrage auch an dich, Aalen. Was erwartest du da für einen Gegner und was müsst ihr vor allem auch auf den Platz bringen? Ja gut, Trainer hat selber gesagt, sind seit 6 Spielen ungeschlagen. Ich glaube trotzdem Tabellenletzter. Und ich glaube, dass wir persönlich als Mannschaft so auftreten müssen, wie wir es nach der Winterpause gemacht haben, wo wir zu Hause gegen Nürnberg gewonnen haben und gegen Kaiserslautern zum Beispiel. Und ja, wir brauchen unbedingt einen Dreier, einmal um die Konkurrenz natürlich hinter uns auf Abstand zu halten, weil der Vorsprung natürlich jetzt durch die letzten Spiele von uns auch immer kleiner geworden ist. Aber auch für uns persönlich als Mannschaft, dass wir da endlich wieder mal ein Erfolgserlebnis haben, dass die Arbeit im Training, dass sie sich auch wieder auszahlt, dass wir einfach wieder ein Erfolgserlebnis haben, dass die Stimmung wieder hochgeht. Und ja, ich glaube, 3 Punkte sind am Sonntag sehr, sehr wichtig für uns.
Danke dir, Patrick. Dann ist die Fragerunde jetzt eröffnet. Bitte im Falle einer Frage auf das Mikrofon warten. Vielen Dank. Jörg Hanau macht den Startschuss. Hallo, das ist Anja. Patrick, vielleicht könntest du mal ein bisschen aus der Kabine erzählen. Wie ist denn die Woche so als Lizenzspieler beim FSV Frankfurt abgelaufen? Vielleicht kannst du mal, wie hat die Mannschaft reagiert auf das, was am Wochenende oder beziehungsweise am Montag dann auch in den Zeitungen zu lesen war? Die Woche begann, dass der Trainer direkt uns gesagt hat, so wie er es Ihnen eben gesagt hat, dass er hier nicht vorhat, irgendwas hinzuwerfen, dass wir das bis zum Ende alle gemeinsam durchziehen. Und ich glaube, in der Mannschaft war das jetzt nicht so ein großes Thema. Wir waren alle enttäuscht, dass es am Wochenende sehr, sehr schlecht für uns gelaufen ist. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir gemeinsam mit dem Trainer, mit dem Trainerstab, mit allen zusammen, dass wir jetzt die letzten 5 Spiele uns wieder verbessern, dass der Trainer jetzt nicht solche Gedanken hegt. Und Danke, Patrick. Dann kann ich an der Stelle auch wirklich noch einmal aus meiner Sicht betonen, dass hier wirklich kein Chaos in den vergangenen Tagen geherrscht hat, wie es in manchen Medien dann doch rüberkam. Weitere Fragen? Auch wenn ich vermutlich keine Antwort bekommen werde, wird Björn Schlicke als Innenverteidiger zurückkehren? Ja, Björn Schlicke wird, so wie es aussieht, mit hoher Wahrscheinlichkeit spielen. Und wenn er spielt, dann mit noch größerer Wahrscheinlichkeit Innenverteidiger. Dankeschön. Nein, ich denke, Björn hat auch in den ganzen Wochen hier im Training gezeigt, dass er sich nicht hängen lassen will und dass er nach wie vor eine Führungspersönlichkeit innerhalb unseres Kaders ist, und den kann ich jederzeit bringen, das weiß ich, auch wenn er mittlerweile ein bisschen älter geworden ist und vielleicht nicht mehr eine ganze Saison da immer über 90 Minuten spielen könnte, dann wird sicherlich die eine oder andere Verletzung kommen, aber so viele Spiele haben wir ja nicht mehr. Gibt es weitere Fragen? Dem scheint nicht so zu sein. Ja, dann freue ich mich drauf, dass wir uns am Sonntag hier sehen gegen den VfR Aalen. Bis dahin, alles Gute.